Die GT-Line vom Kia Optima steht serienmäßig auf 18 Zoll Füßen, Felgen, verfügt jedoch nicht über das GT Sportfahrwerk, welches dem GT vorbehalten ist. In der Außenausstattung verfügt die GT-Line über eine hypersilberfarbene Seitenzierleiste, die bei der GT-Ausstattung in Hochglanzschwarz gehalten ist. Von außen ist die GT-Line analog GT an den sportlichen Front- und Heckstoßfängern zu erkennen. Ebenso verfügt die GT-Line an den farbengleichen Türgriffen die Applikation aus satiniertem Chrom. Der schwarz gehaltene Dachhimmel und die Sportsitze unterstreichen die besondere Note auch der GT-Line. Der Blick aufs Lederlenkrad unterstreicht die Bedeutung des auf das Wesentliche, GT-Line eben. Ebenso fallen die roten Nähte der Lederausstattung ins Auge, wie auch die Aluminium-Dekoreinlage in der Mittelkonsole. Ich bin den 1,7 Liter großen Diesel als Kombi in der GT-Line gefahren. Optisch hat mich das Modell Sportswagen restlos überzeugt. Motorisch lässt sich der 1,7 Liter locker mit prominenten 2 Liter Dieseln vergleichen. Mit seinen 340 Newtonmeter Drehmoment lässt er den ein oder anderen Mitbewerber alt aussehen. Das neue 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe harmoniert hervorragend. Bei Bedarf verfügt der Wagen über ausreichende Reserven, um schaltfaul angenehm leise zu reisen. Auch die 200 km/h-Marke wird souverän geknackt. Und das ohne Anlauf und ohne, dass sich der Antrieb merklich anstrengen muss.